Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch meinen Leserückblick und ja, was soll ich sagen? Ich hatte das Gefühl, als hätte ich so gut wie nichts gelesen gehabt, aber es sah dann Ende des Monats, als ich da mal durchgezählt habe, dachte ich mir so, wo kommt die denn alle her? Wo hast du die denn alle hingelesen? Ja, und zwar sind es 16 Bücher geworden, beziehungsweise zwei Hörbücher und 14 Bücher. Ja, oder? Nee, 13, drei Hörbücher und 13 Bücher. Genau, und ich würde sagen, fangen wir schon an. Und zwar habe ich ja Love It Up, der dritte Band der Steers and Lovers Reihe von Stella Tuck gelesen gehabt. Und ja, dazu gibt es auch schon eine Rezension. Schaut auf jeden Fall auf jeden Fall mal vorbei, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen gehabt. Ja. Danach habe ich With You I Hope von Justine Passpost. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man sie ausspricht, gelesen gehabt. Das ist der zweite Band der Belmont Bay-Reihe. Der dritte wird dann so orange-golden ausschauen und im Januar erscheinen, da freue ich mich natürlich schon sehr drauf, dann könnte ich diese Reihe nämlich dann auch beenden. Ob die Reihe von Stella Tuck beendet ist, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall jetzt alle drei sozusagen abgebildet, aber ja, man weiß ja nicht, vielleicht kommt ja später nochmal was. Aber so wie es ausschaut, wäre die Reihe jetzt beendet. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt habe ich hier gar nicht so wirklich sortiert. Danach habe ich nämlich das Ascent Alex gelesen gehabt, der erste Band Nachtleuchten von Anne Lück. Der zweite erscheint ja jetzt auch demnächst bald, nämlich im Winter. Der wird dann Tag Mond heißen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, hat mir richtig gut gefallen, ist so eine richtig tolle Krankenhaus-New Adult-Geschichte und ja. Hat mir auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht. Dazu gibt es natürlich auch schon eine Besprechung. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Und dann habe ich mit dem vierten Band der Taste of Love-Reihe weitergemacht, mit Sehnsucht verfeinert. Und ja, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Natürlich so richtig niedlich und ja, für zwischendurch. Ich muss sagen, ja, falls ihr. Der Monat ist mit sehr, sehr, sehr viel Liebe gestartet. Ich habe nämlich dann richtig, richtig Lust gehabt, den anderen Stella Tuck nämlich noch zu lesen von ihrer Bodyguard-Reihe, nämlich Kiss Me Now. Und ja, was soll ich sagen? Hat mir richtig gut gefallen. Es war sehr viel Action mit drin und sehr viel Drama. Und ja, und dann gab es natürlich dann noch eine Bonusgeschichte mit Alex. Alex kennen wir ja natürlich schon. Der ist mal im ersten drin vorgekommen, ist dann im zweiten über die Bildfläche gehuscht. Und diesmal ging es dann am Ende, ich glaube, die letzten 8 Kapitel oder so, hat er nochmal nur für sich gehabt. Und genau, hier fängt dann die Bonusgeschichte an. Und ja, der hatte 7 oder. Ja, 7 Kapitel hatte er nochmal für sich. Und also das da ist die Bonusgeschichte. Das ist dann Danksagung und Vorschau und Leseprobe von Night of Crones. Das habe ich noch gar nicht gelesen von ihr. Hier ist dann auch nochmal der Stammbaum drinne. Hat natürlich viel mehr Verbindung zum zweiten Band, da es natürlich auch um Königshof handelt, wie im zweiten Band. Und ja, deswegen. Und dann hatte ich erstmal, ja, genug New Adult, oder? Der ersten 5 Bücher nur New Adult. Dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du dir einen Roman. Und dann habe ich, wie sagt man, ich liebe dich, okay, es ist aber ein Roman und das ist so, spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal in der heutigen Zeit in Frankreich und einmal in der Vergangenheit, am Anfang in der Vergangenheit in Portugal und dann in Frankreich. Und
In der jetzigen Zeit ist es erst Frankreich und dann Portugal. Und ja, und wie die zwei Zeitstränge dann sozusagen aufeinandertreffen und wie das miteinander verbunden ist, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und ich habe ja von Claudia Winter schon die Wolkenfischerin gelesen gehabt. Das hatte sich ja auch um Frankreich gedreht gehabt. Und ja, und hier war halt Frankreich, Portugal, hauptsächlich Portugal. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde natürlich mir nach und nach auch noch die anderen Claudia Winter Bücher, die man hier so sieht, anschaffen und lesen. Hat mir auf jeden Fall riesengroße Lesefreude bereitet, vor allen Dingen ja, zum August, Sommer noch hin, wo es bei uns so angenehm warm war, ein bisschen kühl. Aber ja. Und danach habe ich mir gedacht, du hast jetzt so viel Liebe, Drama und so, du brauchst jetzt mal Fantasy. Und da habe ich mir natürlich den dünnsten Fantasy-Band rausgesucht gehabt, nämlich den 16. Band der Zodian Academy. Und ja, irgendwie hatte ich Lust auf Fantasy, aber dann dachte ich mir, nee, jetzt so eine komplett krasse Fantasy-Reihe, so einen fetten Schinken rauszuholen, dazu hatte ich dann doch keine Lust. Und ja. Hat mir wieder gut gefallen, sehr spannend. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird, was es mit den ganzen drumherum noch auf sich hat. Danach habe ich natürlich wieder New Adult gelesen. Wie sollte es anders sein? Nämlich All Saints High, der zweite Band. Ich muss sagen, der hat mich wirklich an einer bestimmten Szene zu Tränen gerührt. Den habe ich ja mit der lieben Bettina zusammen gelesen gehabt, genauso wie Love It Up und With You I Hope, Band 2 und das St. Alex, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ich habe es nur hier gerade gesehen, ich habe es mir alles aufgeschrieben gehabt. Und All Saints High, den zweiten haben wir natürlich auch zusammen gelesen gehabt und wir hatten beide, waren beide gerührt. Klar sind die Schmuseszenen, die kann man jetzt überspringen, aber das, der Hintergrund, dieses Drama, dieses. Da wir ja Rosie und. Also, wir haben ja unsere Hauptprotagonisten aus dem dritten Band der Sinnes auf Seins-Reihe, kommen ja wieder drinne vor. Und da wir ja schon wissen, was mit Rosie und Co. Passiert oder was mit denen ist, erfahren wir ja schon am Ende des dritten Band der Sinnes auf Seins-Reihe. Und hier ist es sozusagen nochmal später. Jahre später und ja, haben wir zwar andere Protagonisten, kann man das sagen, aber halt, es spielt irgendwie in der gleichen Familie. Also sind halt die Kinder von der Sinners of Saints Reihe, die die Kinder gekriegt haben, in die dreht in der All Saints High Reihe. Und ja, deswegen. Und deswegen muss man natürlich erst die Sinners of Saints Reihe gelesen haben, um die All Saints High Reihe zu verstehen, weil man sonst nicht weiß, ja, was mit den Eltern war und wie die zusammengekommen sind. Und ja, deswegen auf jeden Fall rührend. Ich muss sagen, also mit dem hat Elliot Chen mich wirklich gehabt mit diesem Band von den ganzen Büchern, die ich jetzt, also ich habe ja die Sinners of Saints Reihe von ihr gelesen gehabt. Und da sage ich, okay, die gehen so. Und der erste Band, der Aussehen ins Heirat, dachte ich mir, ja, okay, ganz nett, ist ein bisschen was anderes, aber ja. Aber der hat mich natürlich so richtig gecatcht gehabt, also da war. Uns kamen beide die Tränen. Dann haben wir ja zusammen ein Hörbuch gehört gehabt, nämlich Ella Löwenstein, der dritte Band, Ein Wald der Wünsche, richtig, richtig toll. Und es geht natürlich wieder weiter mit Ella und dem Kobold Kasimir. Und ja, ist natürlich, Ella ist natürlich was Besonderes. Sie ist eine Feenflüsterin, das heißt, sie ist ein Mensch, die zwischen zwei Welten vermittelt, einmal der Feenwelt und einmal der Menschenwelt, da sie beide Sprachen spricht und verstehen kann. Und ja. Also auf jeden Fall richtig, richtig toll und sie erleben natürlich immer mit ihrem Kobold Kasimir lustige Abenteuer. Dann habe ich noch ein New Adult gelesen und zwar Worlds You Need. Der zweite Band der Ember Falls Reihe. Es erscheint ja jetzt bald der dritte im
November 2022, das wird dann so ein grüner sein, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ich muss sagen, der Anfang hatte ich Schwierigkeiten gehabt, aber ja, dazu erfahrt ihr natürlich noch mehr, da habe ich eine Rezension zugemacht und ja, danach habe ich einen historischen Roman gehört gehabt, nämlich die Champagnerfürstin, da blende ich euch das Cover ein, dazu gibt es auch schon eine Besprechung. Da könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Dann habe ich, der Monat war eigentlich fast nur New Adult-lastig, muss ich sagen. Dann habe ich nämlich den 13. Band, ja, der 13. Band von Ganz nah bei dir von der Green Mountain Serie gelesen gehabt. Ich bin natürlich jetzt schon sehr gespannt auf den 14., wann der erscheinen wird und um wen sich es da handelt, weil die Leseprobe ist nämlich von der Firefly Creek Serie von Lillian Kalina, keine Ahnung, wie man die gute Frau ausspricht. Das ist nämlich die Leseprobe von einem ganz anderen Buch. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. War natürlich wieder richtig toll, in die Rocky Mountains zurückzukehren und den Elch und ja, Butler und alle aus Butler wieder zu begegnen und ja. Danach habe ich ja, die BeMind-Reihe, den zweiten Band gehört gehabt, nämlich Malibu Love, was natürlich auch wieder New Adult war. Da blende ich euch hier auch noch das Cover ein, dazu gibt es auch schon eine Besprechung. Und dann habe ich gelesen gehabt. Lovely Hearts, der erste Band von Polly Harper von der, habe ich schon wieder vergessen, Good Will Love-Reihe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, es wird natürlich, das Ende vom ersten Band verrät natürlich, um wen es sich im zweiten Band drehen wird. Und ja, ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, fand ich richtig toll. Und ja, an einer Stelle sind mir die Tränen gekommen und ja, aber mehr dazu erfahrt ihr natürlich in der passenden Besprechung. Und dann habe ich es endlich geschafft gehabt, den dritten Band der Stephanie Blum-Reihe zu beenden. 1, 2, 3 und du bist frei habe ich somit auch endlich beendet und kann es von meiner 22 für 2022 Liste streichen. Ja, ich muss sagen, mir hat es eigentlich richtig gut gefallen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich immer nur so stückchenhaft weitergelesen habe, weil ich habe angefangen und habe bis Seite 173 gelesen gehabt oder 172. Und ja, und okay, da hat sich noch so ein bisschen hingetümpelt, aber dann wurde es immer spannender und ich habe dann immer aufgehört. Und ich habe eigentlich das in drei Abschnitten gelesen gehabt, wenn man es ganz genau nimmt. Weil ich habe einmal bis 170 rumgelesen gehabt, dann bis Seite 200 irgendwas und dann den Rest. Und ja, aber ich habe es jedes Mal wochenlang liegen gelassen und ich habe keine Ahnung warum. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich es fertig. War natürlich wieder richtig lustig und toll. Und dann habe ich mir ein Buch aus der Bücherei ausgeliehen, weil ich dachte, okay. Da war ich voll im Flow drin. Da dachte ich mir, okay, das hast du jetzt endlich beendet. Ja, gehst mal in die Bücherei und guckst, ob es da den finalen Band einer Reihe gibt, nämlich der Erdmännchen-Krimi-Reihe. Der siebte Band, da ist was im Busch, habe ich auch gleich gelesen gehabt und ja, beendet. Und damit ist die Reihe jetzt auch erstmal wieder beendet. Und dann hatte ich mir noch ein Michael Mittermeier Buch mitgenommen, nämlich ja, ein bisschen lustig sowas. Ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken, ja, sehr, sehr lustig gestaltet, hatte auch nicht viele Seiten, so um die 128 Seiten rum. Also war sehr flott durchgelesen, also ja, und war halt eher auch was zum Schmunzeln und Lachen, weil er das Ganze natürlich so aus seiner Sicht, wie er das so erlebt hat und das Ganze so ein bisschen überspitzt natürlich. Und einige haben auch wirklich, muss ich sagen, ist mir selber auch passiert, einige haben viel zu krass und sehr empfindlich reagiert und ja, haben in der Zeit das Lachen meiner Meinung nach so ein bisschen verlernt gehabt. Ja, deswegen
fand ich das so ein bisschen lustig mal zu lesen. Und ja, das waren sozusagen meine, hier könnt ihr noch mal alles sehen. Ja, hat auf jeden Fall 16 Sachen. Ach ja, waren insgesamt 1000, nee, 6021 Seiten und ungefähr 194 Seiten pro Tag, so circa. Ja, ist jetzt gar nicht so schlecht gewesen, wenn nicht wieder zu viele eingezogen werden. Aber ja, okay, das ist dann ein anderes Video. Auf jeden Fall, das waren meine. Es war natürlich sehr, sehr New Adult-lastig. Klar, zum Schluss habe ich dann noch zwei Krimis gelesen gehabt, von daher, aber ja, eher so Cozy Crime Krimi, deswegen. Aber mal gucken, wie der September läuft und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall nach unten in der Infobox vorbei. Da habe ich natürlich wieder alle genannten Titel für euch verlinkt und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!